Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Stainless Steel Hip und wir sind auf dem Vormarsch. Warum sind die da maulig? Ah, die ist okay. Junge, Junge, England, du machst ja da keine Freunde. Achso, ja, stimmt, da war ja der Kreuzzug, den die Ungarn gewonnen haben. Quasi das Wettrennen. Und jetzt eiern mir hier die Christen herum. Ach, guck mal an. Reden ist Silber. Kämpfen ist Gold. Beunruhigt mich das nicht? Warum schicke ich da keine Armee hin? Habe ich gerade kein General? Ach, doch, da. Ah. Weil der hier noch mit den Seldschuken zu tun hat. Lasst mich zuschlagen, Herr. Dann kümmern wir uns hier um. Ah ja, okay. Ich denke zwar immer noch, es wäre nicht dumm. Da mal ein bisschen gescheit die Infanterie auszuheben. Beziehungsweise. Noch ein bisschen Kavallerie dazu zu packen. Einfach um im Osten ein bisschen was aufzubauen. Ja. Wie sieht es denn finanziell aus? Ja, es wird Zeit für die italienischen Eroberungen, dass man anfängt Geld zu tragen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Stacks in Italien stehen. Die müssen wir für Geld sorgen. Gott, machen wir mal Rundewechsel. Echt jetzt? Ah ne, sah so aus, ob der Engländer mich belagern wollte. Deutsche Franzosen. Die wissen scheinbar alle nicht zurecht, was er da machen soll, oder? Falsche Flotte gewählt. Kampflos werden wir euch diese Region nicht überlassen. Da fragt man sich schon, wo ist der Engländer hingekommen? Wir wünschen euch den Tod, Heide. Also wenn ihr mich aushungern will, finde ich das... Finde ich das keine so schlechte Idee. Und wir können hier mal was bauen, was die Leute glücklich macht. Beziehungsweise ein bisschen für Ordnung sorgt. Sehr schön, wir haben frische Generäle. Dann haben wir ja Freiwillige für eine Armee im Osten. Ja gut, er ist jetzt 14, gell? Ja, er soll ich mal jetzt anstellen. Gut, wir müssen noch warten, bis der Leonese weg ist, damit er nach Osten aufbrechen kann. Eine Runde schadet seiner Ausbildung auch nicht. So, wenn ich das an jetzt Bockel an Bord. Ja, mein Herr. Setzen Sie sich. Super, Herr. Ja, mein Herr. Edler. Ja.
marschieren! Gebt den Befehl! Ja, marschieren! Männer! Die Befehle? Marschiert! Morgen ziehen wir weiter, Herr. Heute können wir nicht... Eure Majestät! Ja, Herr! Ziehen in den Kampf! Ja! Wollen wir Auto brechen? Herr! Wir haben gesiegt! Sehr schön! Edler Herr! Herr! Hier endet der Tagesmarsch. Damit gehört Rom wieder denen, denen es auch gehört, gebührt, gehören sollte. Nämlich den Römern. Befehle? Heute können wir nicht weitermarschieren. Mein Herr. Oh, der wirft gut Geld ab. Ja. Gibt es da noch mehr so Dinge? 384, 319. Na hallo? Weiter gehe ich heute nicht. Was wünscht ihr? Erteilt mir einen Befehl. Ja. Ja. Erteilt mir einen Befehl. Eure Majestät. Teilt mir einen Befehl. Marschiert! Huch. Schlecht. Nennt mir den Feind, Herr. Eure Majestät. Befehle? Ja. Vorwärts! Ja, ihr kriegt sie nächste Runde zurück. Eure Befehle? Ja, mein Herr. Gebt den Befehl. Ja. Ja, mein Herr. Volle See. Lass mich zu. Sehr schön. Sowas erfreut mich. Moment. Wohin soll es gehen, Herr? Untersuchung gestartet. Das ist nicht möglich, mein Herr. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Mein Herr. Untersuchung gestartet. Wie ihr wünscht. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Ich werde mich bis zum Morgen. Eure Schwerter und hört uns bitte an. Es ist natürlich... Bis zum nächsten Mal. Ich werde Teufel tu jetzt Friede schließe. Ich brauche meinen italienischen Stammlande, um Geld zu verdienen. Und dieses nervige italienische Gesindel daraus zu treiben. Also hier diese italienischen Stadtstaaten und so. Italien gehört nur Rom. Die denn jetzt? Was? So, wo? Tatsächlich meine Söldner sind abgehauen. Befehle? Bewegung! Bereiter Hinterhalt. Wem stehe ich, Edler? Das war ja dann jetzt nicht so glorreich. So. Runter vom Schiff. Sofort. Lasst mich zuschlagen, Herr. Ja, marschiert. Eure Befehle, edler Herr. Erteilt mir. Befehle. Eure Befehle, edler Herr. Erteilt mir einen Befehl. Ja, Herr. Erteilt mir einen. Mein Herr.
zuschlagen, Herr. Mache morgen weiter. Oh, Moment, das sieht da hinten dann aber nicht so gut aus. Da hat er unheimlich viele Söldner in der Armee. Gib den Befehl. Wem stehe ich gegenüber? Ja, marschiere. Wir hätten es wenigstens versuchen können. Wir werden uns rächen. Sammelt euch! Habe ich denn einen ganzen Haufen Städte, in denen ich Söldner als Garnisonen drin hatte? Was wünscht ihr? Das wird gerade nicht besser. Womit wieder bewiesen wäre, dass man sich auf Söldner nicht verlassen sollte, sondern mal gucken muss, dass man gescheite... warum habe ich da eine Armee drin sitzen? Ach, das waren die, die da zur Reparatur, zur Wiederauffrischung drin sind. So schnell schmilzt die römische Heeresmacht dahin. Schön, aber ansonsten ist, glaube ich, überall soweit Ruhe. Ihr Engländer, macht keinen Scheiß. Oh, er schickt Verstärkung. Na, die Zengiden werden jetzt mächtiger. Das, bin mal gespannt. Brauchen Geld. Mögen wir uns bald auf dem Schlachtfeld begeben. Nennt ihr den Feind, Herr? Die haben die Belagerung aufgehoben. Gott, finde ich gut. Eure Majestät, marschiert! Verstärken wir direkt mal die Garnison.
muss auf jeden Fall Truppen nach Osten bringen. Gib den Befehl! Wend mir den Feind her! Männer, wir marschieren! Schlage das Lager auf, Herr! Nehmen Sie nicht so gut auf. Mache morgen weiter. Was wollt ihr von mir? Nix, solange du dich anständig verhältst. Eure Befehle! Lasst mich zuschauen! Wir ziehen die Hölle! Marschiert! Wir marschieren gegen unsere Feinde! Wir haben keine Gnade gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Wem stehe ich gegenüber? Mein Herr, sollen wir einigen das Leben schenken? Also ich neige eigentlich, ehrlich gesagt, zum Stürmen. Problem ist bloß, ich habe eine Menge Kavallerie dabei, die bringt mir halt beim Sturm auf eine Stadt rein gar nichts. Gib den Befehl. Nein, wir stürmen nicht, wir warten ab. Wem stehe ich gegenüber? Er teilt mir einen Befehl. Lasst mich zuschlagen, Herr. Wem stehe ich gegenüber? Er teilt mir abrücken. Ja. Er teilt mir. Gebt den Befehl. Ja. Eure Majestät. Zusammen, mein Herr. Nennt mir den Feind, Herr. Wir brauchen Geld. Ich brauche Garnison für Rom, damit ich gegen Ancona vorrücken kann. Und wir lassen halt ein bisschen was von denen daheim. Oh, doch so eine gute Stimmung. Dann bleiben wir besser in der Stadt. Bis da ein bisschen mehr Friede ist. Mensch, wenn die ganze Armee brauche ich für Rom. Okay, das wird noch eine Zeit lang dauern. Stellt euch den mächtigen Islam. Genau das will ich von der päpstlichen Armee hören. Imchi, Gläubiger, stellt euch der Macht des Islam. Also die Motte hat definitiv Humor. Kann man nicht anders so sagen. So, sehr schön. Lass dann mich zuschlagen. Man nennt uns ein Schlachtfeld. Wir werden kommen gegen unsere Feinde. Ja, wir können die aber nicht da stehen lassen. Sieg! Wir schicken sie in die Hölle. Lasst sie nicht entkommen. Angriff! Okay, die haben, glaube ich, keinen General. Weiß gar nicht, habe ich jetzt gerade richtig drauf geachtet. Mich hat das mit Papst nur so amüsiert. Also dann werden wir es wahrscheinlich so machen. Die Infanterie bildet den Amboss, die Kavallerie bildet den Hammer. Bewährt sich. Einhalten! Hat sich im Allgemeinen bewährt. Bleibt standhaft und kämpft!
Das sind so sensationell schöne Einheiten. Schwere Kavallerie! Gut. Genau, nur ein bisschen leichte Kavallerie. Einheiten! Einheiten! Marschieren! Nachdem die Söldner jetzt aus der Armee ausgeschieden, sieht das auch wieder sehr ordentlich aus mit den rein römischen Truppen. Auf was marschieren wir da eigentlich zu? Ach, auf italienische Miliz. Will der fliehen? Geht das überhaupt? Nee, der kann doch gar nicht fliehen. Der ist ja schon einmal abgezogen. Schwere Kavallerie! Na,
klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Ja, 130 Mann ist fast eine komplette Infanteriekompanie, das ist nicht so ideal. Aber die haben sie da so aufgeteilt. Die haben da meinen ganzen Plan ziemlich erschwert, weil sie hier wie die Irren eigentlich durch die Landschaft marschiert sind. Wenn die schön einen Block geblieben, wäre mir das lieber gewesen. Aber die Milizen haben gar nicht schlecht gekämpft, diese italienischen. Ja, ihr wisst, dass Danke, das Geld kann ich gebrauchen. Sieg! End mir den Feind, Herr! Ich kann mit der Truppe nicht weiter folgen auf Ancona. Die sind zu stark für die Armee, würde ich behaupten. Zumal der Hilfe kriegen würde von den päpstlichen Truppen. Ja, marschiere. Wir müssen einfach abwarten, bis die... Volle Segel. Bis die Armee soweit wieder aufgefüllt ist. Also hier die... ja, bis die Kriegskasse wieder gut gefüllt ist. Dann können wir in einem Zug schnell eine Menge Söldner ausheben, beziehungsweise die da wieder herstellen. Dann können wir langsam mal die Flotte hin verlegen. Ja, mein Herr. Und sobald die Armee hier wieder aufgefrischt ist, kann die eigentlich problemlos ja, abrücken. Da rein, kann die sich im Kampf um Ancona gegen die restlichen päpstlichen Truppen beteiligen. Achso, den hebe ich jetzt noch aus. Okay, ich würde aber sagen, ich setze mal den nächsten Cut. Wohin soll es gehen? Ich habe keine Spuren hinterlassen. Untersuchung gestartet. Ja, Herr. Für heute ist meine Arbeit getan. Untersuchung gestartet. Für heute ist meine Arbeit getan, mein Herr. Interessant. Ja gut, also wie auch immer. Wir setzen jetzt den Cut um. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschö.